Jo Leute, was geht? Und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr meiner Meinung nach am schnellsten im Moment das Polizei-Outfit bekommen könnt. Dafür müsst ihr einfach nur einen Job starten. Der Job ist von Roxer erstellt. Und ja, im besten Fall braucht ihr noch die Hilfe von eurem Freund. Aber wenn ihr jetzt keinen Freund habt, könnt ihr das auch mit irgendeinem Random machen. Aber wenn ihr einen Freund habt, das vereinfacht auf jeden Fall die ganze Sache. Und dann würde ich sagen, dann lass uns auch direkt losstarten. Ihr geht einfach auf Options, auf Online, geht dann auf Versus und startet dann einmal die Mission Lasterhaft. In diesem Jobmenü angekommen, müsst ihr auch nichts anderes machen. Also hier müsst ihr nichts einstellen, einfach dann nur euren Freund einladen. So ist dann euer Freund dann beigetreten, den Job einfach starten. Hier jetzt einfach mal ein neues Outfit wechseln. Wir gehen auf Outfit Stil und suchen uns dort einfach Gerechtigkeit aus. Bestätigen dann einmal, warten bis der Job startet. So, im Jobmenü angekommen, einfach Interaktionsmenü öffnen. Wir gehen auf Stil, gehen auf Helmvisier und dort spammen wir einfach mit dem linken. Und dort spammen wir einfach mit Steuerkreuz nach rechts, einfach 30 Sekunden lang durch. Ungefähr 30 Sekunden, müssen nicht genau 30 Sekunden sein, ungefähr 30 Sekunden. So, haben wir das dann gemacht, dann können wir den Controller weglegen. Interaktionsmenü müssen wir aber offen lassen, das ist ganz wichtig. Interaktionsmenü einmal offen lassen, Controller weglegen und jetzt warten wir einfach, bis wir von alleine aus dem Job rausgekickt werden. So, wurden wir aus dem Job rausgekickt und spawnen in Lobby und ihr seht, wir haben das Cop-Outfit aus dem Job übertragen. Und ja, das Cop-Outfit, das könnt ihr euch auch jetzt ganz einfach dann auch eben abspeichern. Wir gehen dafür einfach in Ammonation oder in irgendeinen Bekleidungsladen, speichern das einmal ab. Und aber ganz wichtig ist, wenn ihr jetzt eine Lobby wechseln solltet oder ihr das Spiel neu starten solltet, dann ist dieser Cop-Slot, den wir jetzt gerade abgespeichert haben, ist dann verschwunden. Deswegen ist es wichtig, wenn ihr mehrere Outfits habt und ihr jetzt das Spiel schließt oder Lobby wechselt, guckt auf jeden Fall, dass ihr dann das Cop-Outfit auf jeden Fall dann anhabt in dem Moment. Dann, dann verliert ihr das Outfit auch nicht. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.